Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des dreijährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage in Praia da Luz in Portugal ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Mordes. Daraus können Sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits verurteilt wurde. Derzeit verbüßt er in anderer Sache eine längere Haftstrafe. Der Beschuldigte lebte zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter anderem einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Nach unseren Erkenntnissen ging er in diesem Zeitraum im Raum Lagos mehreren Gelegenheitsjobs nach, unter anderem in der Gastronomie. Weitere Anhaltspunkte legen nahe, dass der Beschuldigte seinen Lebensunterhalt zudem durch die Begehung von Straftaten finanzierte, darunter Einbruchdiebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen, aber auch Drogenhandel. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist mit den Ermittlungen befasst, weil der Beschuldigte vor seinem Auslandsaufenthalt in Braunschweig, also im Bezirk Braunschweig, seinen letzten Wohnsitz hatte. Im Rahmen der Ermittlungen, die im Auftrage der Staatsanwaltschaft Braunschweig durch das Bundeskriminalamt in enger Zusammenarbeit mit der britischen Metropolitan Police und der Polícia Judiciária in Portugal geführt werden, bitten wir nun auch öffentlich um die Mithilfe der Bevölkerung. Ein entsprechender Zeugenaufruf wurde gestern auf der Homepage des Bundeskriminalamtes veröffentlicht. Und ich kann nur alle aufrufen, soweit sie können, auch auf diesen Aufruf zu reagieren und mitzuhelfen. Ich bitte, wie gesagt, um Verständnis dafür, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Informationen zum Sachverhalt, insbesondere keine Einzelheiten zu den konkreten Tatvorwürfen und zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen mitgeteilt werden können. Damit wäre ich mit meinen Ausführungen an der Stelle auch schon am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.